und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du dabei bist. Heute in diesem Video möchte ich gerne mit dir zusammen die 7 Besonderheiten in diesem Schuljahr durchgehen, um auch mit dir gemeinsam das Schuljahr 2019/2020 zu verabschieden. Wenn du gerade Lehrkraft bist und aus Bayern oder Baden-Württemberg bist, dann weiß ich, dass du noch keine Ferien hast. Aber trotz allem solltest du jetzt mit uns zusammen das Schuljahr verabschieden. Es ist ein besonderes Schuljahr gewesen, so dass man das Schuljahr auch mehrfach verabschieden kann. Also einmal mit uns zusammen und dann einmal ungefähr 2 Wochen, wenn die Sommerferien bei dir sind, dann noch einmal verabschieden. Ich werde jetzt in diesem Video 7 Besonderheiten von diesem Schuljahr nennen, weil sonst einfach das Video viel zu lang wird. Aber es gibt noch weitaus mehr Besonderheiten, deswegen werde ich auch dazu einen sehr ausführlichen Artikel schreiben. Aber hier in diesem Video erst einmal 7. Und ob diese Besonderheiten, ich habe sie extra Besonderheiten genannt, ob sie positiv sind oder negativ sind, das ist etwas, was du mir schreiben sollst. Dafür, ja, darum bitte ich dich, dass du schreibst, wie du das Schuljahr als Lehrkraft empfunden hast, ob gut, nicht gut, wie es für dich war. Das kannst du einmal machen, indem du einfach unterhalb des Videos schreibst, wie du das Schuljahr fandest. Du kannst es aber auch sehr gerne machen auf meiner Seite. Du weißt, auf meiner Seite gibt es einen Bereich nur für dich. Da kannst du anonym als Lehrkraft schreiben, wie du das Schulsystem findest, wie du das Beamtensystem findest. Und es spielt keine Rolle, ob du angestellt bist oder verbeamtet bist. Das ist egal. Wenn du Lehrkraft bist, kannst du das da sehr gerne machen. Auch natürlich in diesem Fall kannst du dort auch schreiben, wie du das Schuljahr gefunden hast, also wie ist deine Meinung dazu. Also lass uns mal anfangen mit diesen 7 Besonderheiten. Die erste Besonderheit beginnt schon im März. Um genau zu sein, war es der 13.3., da ist bekannt gegeben worden, dass die Schulen zu schließen haben. Und weißt du noch, wann, was das für ein Wochentag war? Also halte ich jetzt mal fest, was war das jetzt für ein Wochentag, der 13.3.? Ein Freitag. Also am Freitag, den 13., das hat sicherlich was zu sagen, ist bekannt gegeben worden, dass die Schulen zu schließen haben. Und diese Schulschließung ist natürlich besonders gewesen, weil es gab weder Ferien noch Feiertage noch sonst was. Es ist mitten im Schuljahr, sollten die Schulen schließen und das gab es vorher in der Form noch nie. Demnach eine Besonderheit. Die zweite Besonderheit entsteht natürlich aus der ersten heraus, nämlich das Unterrichten aus der Ferne. Fernunterricht oder Distanzunterricht, das ist das gewesen, was du dann anfangs gemacht hast. Du hast dann angefangen, je nachdem, welche Schulform, je nachdem, welche Schule, Schüler du hast, entweder digital zu unterrichten oder Arbeitsmaterialien per Post zu verschicken oder aber auch, dass es gab auch einige Lehrkräfte, die zu den Schülern nach Hause gefahren sind und Arbeitsmaterialien dann vor der Haustür abgegeben haben. Natürlich gab es auch Lehrkräfte, die ihre Schüler weder gesehen noch gesprochen noch irgendwie gefunden haben. Also Schüler, die schulisch, aus schulischer Sicht gesehen verloren gegangen sind. Und das sind auch die Lernlücken, die da entstanden sind, die du sicherlich auf jeden Fall im neuen Schuljahr natürlich dann auch miterleben wirst. Und durch den Fernunterricht ist natürlich auch die Schulpflicht entmachtet worden. Denn dadurch, dass der Fernunterricht als solches nicht Teil des Schulgeschehens ist, also aus rechtlicher Sicht gesehen, ist es ja nun mal so, dass du so nicht das Ganze, also Abwesenheiten nicht, damit nicht so umgehen kannst, wie du es normalerweise im Präsentunterricht getan hättest. Also auch hier eine Entmachtung der Schulpflicht. Die dritte Besonderheit hier ergibt sich natürlich auch wiederum aus dem Fernunterricht, ist die Digitalisierung. Ist zwar kein neues Wort, ist der Wunsch an sich, Schulen zu digitalisieren, ist natürlich auch nicht neu. Es ist schon seit einigen Jahren so, dass der Wunsch da ist, aber es ist bisher noch nie so ernsthaft betrieben worden. Also so viel Druck und so viel Power ist bisher noch nicht da gewesen. Und demnach hat natürlich die aktuelle Situation die Digitalisierung an Schulen definitiv beschleunigt. Und demnach soll es ja auch, das hatte ich dir ja auch in diesem Video gesagt, eine Empfehlung vom Friedrich-Ebert-Stiftung ist es gewesen, auch, dass auf jeden Fall auch für das neue Schuljahr auch Konzepte entwickelt werden sollen für das Unterrichten aus der Distanz heraus. Und natürlich ist auch vom Kultusministerium auch der Wunsch da, dass generell, dass dieser Fernunterricht Teil des Schulgeschehens wird. Auch rechtlich gesehen kannst du dann auch mit Abwesenheiten anders umgehen. Und für all das ist natürlich die Digitalisierung wichtig und demnach ist ja auch der Wunsch und auch in einigen Bundesländern auch tatsächlich die Umsetzung auch schon sehr weit fortgeschritten, dass es digitale Endgeräte für Schüler geben soll. Einige wollen es auch für Lehrkräfte haben.
sodass du dann rund um die Uhr effizient arbeiten kannst. Also ob das Ganze positiv, negativ ist, wird sich ja zeigen. Und du kannst ja schreiben, wie du das jetzt findest, das Ganze mit der Digitalisierung. Ich erinnere mich da wirklich komplett an Australien. Vielleicht hast du es mitbekommen. In 2008 war es so, dass Australien bei der PISA-Studie sehr schlecht abgeschlossen hat. Und sie dachten, es liege daran, dass sie keine Laptops an den Schulen haben. Also, ist auch eine interessante Denkweise. Aber das hat dazu geführt, dass sie eine hohe Summe ausgegeben haben und die Schulen mit Laptops ausgestattet haben. Und was haben die Schüler damit gemacht? Alles bloß nicht gelernt. Und dementsprechend haben sie ungefähr 2016 wieder angefangen, die Laptops einzusammeln. Also wird sich zeigen, was aus dieser Digitalisierung wird, wie sinnvoll das für die im Sinne des Schülers ist. Und natürlich hängt das auch von dir ab, wie gut du das als Lehrkraft findest. Auf jeden Fall ist es die dritte Besonderheit in der Beschleunigung der Digitalisierung auf jeden Fall. Die vierte Besonderheit sind die ganzen Hinweisschilder, die das Einbahnstraßenprinzip und die ganzen Wegweiser im Schulgebäude. Das ist natürlich eine absolute Besonderheit, die gab es vorher in der Form nicht. Da gab es in den Schulen nicht, wie man zu gehen hat, weder als Lehrkraft noch als Schüler. Das ist jetzt etwas, was in diesem Schuljahr passiert ist, natürlich auch aufgrund der aktuellen Situation. Und dann gab es nochmal eine Sache auch hier. Die fünfte Besonderheit ist dann natürlich das Maskengebot und Abstandsgebot. Auch hier ist es in den meisten Bundesländern als Gebot auch gesehen worden. Einige Schulleiter haben daraus eine Pflicht gemacht. Und das ist auch das, was der Rechtsanwalt Markus Heinz, vielleicht kennst du den, der auch dann von einer Paralleljustiz der Schulen spricht und auch hier rechtlich vorgeht. Da gibt es auch einige Disziplinarverfahren gegenüber Lehrern, die hier auch Sachen umsetzen wollen, die einfach rechtlich nicht so möglich sind. Zwar der Schulleiter das so wollte, zum Beispiel jetzt die Maskenpflicht. Vor allem ist es ja immer der Streit um die Maskenpflicht in den Schulen. Und dementsprechend gibt es da auch einige Disziplinarverfahren. Also hier nochmal, schau hier nochmal dieses Video und beachte deine Remonstrationspflicht. Lass dir Sachen auch schriftlich geben, damit du weißt, ist das wirklich etwas, was gesetzlich so gewollt ist oder ist es etwas, was dein Schulleiter haben will? Denn das sind zwei unterschiedliche Sachen. So, das ist auf jeden Fall die fünfte Besonderheit und daraus ergibt sich die sechste Besonderheit, nämlich ein neuer Erziehungsauftrag an dich. Bisher war das ja so, dass du erzogen hast im Sinne von Teamfähigkeit und zusammen und gemeinsam und auch helfen und unterstützen. Jetzt geht es in Richtung Social Distancing, räumliche Distanzierungen und natürlich auch nicht mehr weitergeben von Materialien, ob es jetzt Stift, Papier oder ob es was zu trinken oder was zu essen ist. Also all diese Sachen sind ja verboten. Es soll nicht passieren. Also das ist eine neue Definition von Helfen, von Unterstützen, von Miteinander sein, was es so in der Form bisher nicht gegeben hat. Also auf jeden Fall ein neuer Erziehungsauftrag an dich als Lehrkraft. Und die letzte Besonderheit ist das Arbeiten in den Ferien. Also ich habe Kunden aus Bayern, die in den Pfingstferien arbeiten mussten, also eine Notbetreuung machen mussten. Und es gibt auch zumindest gibt es auch Pläne und auch Empfehlungen für auch Notbetreuungen und Online-Unterricht mit, aber auch immer im Zusammenhang mit Lehrkräften für die Sommerferien, auch ja, wieder Bayern, aber auch Sachsen ist hier, dass sie sagen, dass sie das durchsetzen wollen. Also wie das jetzt in den Sommerferien genau aussehen wird, ist noch unklar, aber für die Pfingstferien kann ich es auf jeden Fall bestätigen, denn ich habe Kunden aus Bayern, die da, also Lehrkräfte, die auf jeden Fall in den Pfingstferien gearbeitet haben, was es so auch nicht gab, also auch eine Besonderheit hier. Ich finde auch diese Bezeichnung, also an sich Notbetreuung sehr interessant, weil Betreuung, da steckt ja darin, dass ein Betreuer betreut. Hier ist auch nochmal eine neue Definition von Lehrkraft, dass du als Lehrkraft eingesetzt wirst als Betreuer. Finde ich auch sehr faszinierend, diese Neudefinition von Lehrkraft, Neudefinition in so vielen Bereichen und also ein ganz besonderes Schuljahr. Schreib mir auf jeden Fall auf in den Kommentaren oder eben auf meiner Seite, wie du als Lehrkraft das Schuljahr erlebt hast, gut oder nicht gut, wie fandest du es? Ich werde dazu auch ein Interview nächste Woche veröffentlichen. Wenn alles gut klappt, passiert das dann nächste Woche. Dann habe ich nämlich mit einer Lehrkraft gesprochen über das Schuljahr und sie wird auch nochmal ihre eigenen
all das, was sie erlebt hat, nochmal berichten. Und genau, dann werde ich dir das nächste Woche hier veröffentlichen. Dann kannst du das mal hören und auch erzählen, weil wie es dir ergangen ist in diesem Schuljahr. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder und bis dahin. Ciao!